Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Anstatt Langstrecke gibt's heute mal 800 Meter. Vielleicht für einige Leute auch interessant, die ein Sportabitur machen oder sowas auch gerne mal machen würden, ausprobieren würden. Gebe ich euch heute ein paar Tipps für die 800 Meter und seht mich dann auch mal ein bisschen schneller laufen. Bei den 800 Metern solltet ihr natürlich vorher ein bisschen Intervalle trainieren. Das ist natürlich sehr wichtig, dass ihr die Schnelligkeit habt und auch in der Lage seid, lange Zeit im Laktat zu laufen, wenn die Beine schon so richtig zu sind. Das werdet ihr auf 400 Meter und 800 Meter auf jeden Fall am Ende spüren. Nehmt euch eine Laufuhr, die irgendwie alle 15 Sekunden oder was auch immer ihr für eine Zeit haben wollt, piepsen kann. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit einem gleichmäßigen Tempo. Wenn ihr nämlich zu schnell angeht, dann seid ihr schon in der ersten Runde voll mit Laktat und könnt dann ganz sicher nicht mehr hinten raus noch schneller werden, sondern werdet richtig einbrechen. Und viele machen den Fehler, dass sie halt zu früh am Ende auch nochmal den Endspurt ansetzen. Ich bin ja jetzt in der letzten Zeit eher nur Langstrecke gelaufen. Ich war schon lange nicht mehr auf der Bahn, auch mit Spikes jetzt. Und deshalb war das für mich jetzt auch erstmal ein kleiner Testlauf, was überhaupt noch drin ist. Ich wollte auch nicht zu schnell angehen. Meine Bestzeit bisher war 1,55 und heute wollte ich eigentlich mal sowas zwischen 2 Minuten und 2,5 laufen. Ich wollte den hinter mir ein bisschen ziehen. Er wollte auch eine neue Bestzeit laufen. Deshalb sind wir in 61,62 geplant angelaufen. Die erste Runde habe ich ihn da mitgezogen und das haben wir dann auch am Ende durchgehalten. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass es mir wirklich gefehlt hat, auf der Bahn die richtig schnellen Intervalle zu machen, in den Spike zu laufen. Meine Waden, die waren den Tag danach richtig tot, die tun immer noch so richtig weh. Und da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, diese Sachen nicht zu vernachlässigen. Gefühlt hatte ich mich sonst aber eigentlich ganz gut, das war jetzt kein Problem. Hier sind wir ganz locker durchgekommen in 61 oder sogar 60, ein bisschen zu schnell sogar noch und dann hinten einfach nur gleichmäßig den Gegenwind ein bisschen entgegengelaufen. Das war auch noch ein bisschen schwierig, aber er hat es auch geschafft, noch dran zu bleiben und ich habe es geschafft, das Tempo, was geplant ist, noch zu halten. Hier die letzten 200 Meter, da kann man muss man den Kopf einfach nochmal ausschalten und versuchen nochmal einen Endspurt hinzulegen. Auf dem Vorfuß natürlich die ganze Zeit schön laufen, nicht irgendwie auf den ganzen Fuß. Und dann hier hinten tun die Beine so richtig weh, man merkt sie eigentlich gar nicht mehr. Laktat ist voll drin und da heißt es einfach nur noch sich mit den Augen auf das Ziel konzentrieren und noch alles rausholen, was geht, die Arme mit einsetzen. Und dann klappt das auch. Die Zeit war am Ende eine 2,3. Ganz okay fürs erste Mal, da ist auf jeden Fall noch einiges zu machen. Bis dann, euer Daniel.